Ah, dann ist sie Kim. Was lacht ihr? Ich hab gesehen, wie du gedroppt bist. Hör auf, lass meine Sachen in Ruhe. Eine Rüstung. Ey, Sid, ich schwör's dir. Karte, brauchst du Sachen? Sidney, geh da weg, bitte. Boah, Brot. Nein, ja, Brot kannst du haben. Ja, komm, du kleiner du Scheiße. Ich schwöre, ich raste aus. Nein, mir wird heiß. Mir wird heiß, ihr versteht nicht. Ich komme da nicht durch. Mir wird heiß. Oh, mir wird so heiß gerade. Ich auf die Rüstung, die runtergefallen ist. Ich fange von vorne an. Weil ich gehe da nicht runter, weil dieser eine hat mit seinem Scheißpfeil und Bogen da unten auf mich wartet und nur darauf wartet, mich da mit diesem Bogen da auseinanderzunehmen. Ich gehe nicht. Ich gönne ihm das nicht. Nein, ich raste sonst aus. Ich hätte ja gar keinen Bock, einen Minecraft-Besitzer anzugreifen draußen. Bitte, hört auf. Natürlich sportlich, liebes Twitch-Team. Wir machen Spaß, wir lieben Minecraft-Mitarbeiter. Ich habe sogar eine Tasse. Schaut mal, liebes Twitch-Team. Cool. Eldor, sei froh, dass wir hier in der Moschee sind. Hier ist keine Gewalt. Ja. 12 Sekunden später. Warum ist es so, wenn man lange wach ist? Ich habe gerade heute ein Hörspiel gehört. Also nicht ein Hörspiel, sondern Verbrechen von dem in Aachen. In der Moschee? Killst du mich, Edis? Was? Was? Als ob, Edis. Ah, Bruder, das ist geil. Bruder, bitte, wir haben nur gerungen. Wir haben gerungen. Nein, das ist respektlos. Das weißt du selber. Nein, wir haben gerungen. Außerdem habe ich deine Sachen nicht geklaut. Die stehen alle noch hier. Komm. Ja, okay, du musst jetzt nicht so. Aber wieso hast du mich nicht getötet? Ich habe dich nicht getötet. Wir haben gerungen. Und ringen ist Sunna. Das passt schon. Ja, Eldos. Ja, Papa Monty. Ich gifte dir 100 Subs im Stream, wenn du Edis deine Bude sprengst. Was? Was? Ja, okay. Eldos, ich schwöre, übertreib nicht. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, hör auf. Ich auch, Bruder. Eine Ananas wurde schon auseinandergenommen. Ich war das aber nicht mit deiner Ananas. Aber erst wenn wir da sind, Ey, Monte, warum machst du das? Was habe ich dir getan, dass du das machst, ja? Wie, was habe ich gemacht? Warum? Warum soll er jetzt, aber warum soll er mein Haus, warum? Weil ich der Scheitan bin. Und ich teste meine Jünger. Darf man das sagen oder ist das ein falscher Begriff? Edis, du musst so überlegen, ne? Das ist so weit, dass Menschen ein Instagram-Filter machen mit Edis Schmale. Das kommt alles von Eldos. Ja, du hast recht. Es wird Zeit wieder für ein neues Event. Aber weißt du, was das Geile ist, Monte? Gott sei Dank, es wird irgendwann wieder ein Event geben. Wir werden uns alle da treffen und ich habe es auch schon offen gesagt. Jeder, der meinen muss, diesen Witz zu bringen, gar kein Problem. Ich kann nicht jeden Tag schießen im Stream und sagen, ja, du wirst sehen. Ich bin nicht Conor McGregor, weißt? Stimmt. Deswegen, ganz entspannt, ich warte, ich nehme alles auf, ich schreibe mir die Namen auf und irgendwann kommt dieser Tag, dieser Event und dann gehe ich da rein. Frontal drauf. Nee, also aktuell bist du nicht Conor McGregor, sondern Conor der Schmale, Digga. Von Monte! Und einer mehr auf der Liste, einer mehr drauf. Nein, Monte ist mir jetzt auch egal, die Respektschiene ist sowieso durch. So, alles klar. Ja, mal schauen, ob Skönergy noch schmeckt, wenn es in deinem Hintern drin ist. So, was? Eldos, schaffst du es auf 87 Kilo hoch zu balken? Stellt euch einfach vor, Digga. Stellt euch einfach vor, Eldos verschwindet aus dem Internet für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Er kommt wieder, er ist größer und breiter als Edis und haut ihn auf die Fresse. Digga. Ja, der ist so richtig auf Wachstum, auf Trembo, auf alles so. Der Digga, stell dir mal vor, was das wäre, Digga. Holy shit. Dann mach das mal, Eldos. Okay, go. It's. Bruder, habe ich Geschwindigkeit auf 0,5? Ah ne, ist normale Geschwindigkeit. Ich muss es schneller machen, damit ich es ein bisschen wenigstens ernst nehmen kann, Lan. Okay. Damit es nur ein bisschen weniger ernst zu nehmen ist. Okay, go. Oh Mann, Bruder, schau mal bitte. Schau mal bitte. Ja, komm, Bruder, Bruder, da lohnt sich auch wirklich nicht eine richtige durchgezogene Faust, Bruder. Die Hälfte der Faust geht umsonst. Edis! Was? Der Tag ist gekommen! Ey, überleg's dir wirklich gut. Nein, der Tag ist gekommen! Ich mein's ernst, überleg's dir gut. Der Tag ist gekommen! Edis! Was? Eldos, dein ganzer Loot ist weg. Was passiert da mit meinem Haus, Mann? Du kleiner Hosensch. Du, warte. Was? Warte ab, du kleiner Hosensch. Oh mein Gott! Ja. Warte ab, sobald ich mit diesem Stream. Nein, sobald ich diesen Stream. Oh mein Gott! Sobald ich diesen Stream ausgemacht hat, ruf ich direkt so. Warte ab. Morgen steht ein Tschetschene vor deiner Tür, warte ab. Nein, ist mir jetzt scheißegal. Was passiert? Ja, alles klar. Wegen dir, Monte, wie was passiert? Was passiert? Wegen was wohl? Was hast du gemacht? Oh mein Gott! Du kleiner Hosen. Du! Was hat der gemacht? Edis, pass auf! Das sind die Konsequenzen. Was? Er macht Ansagen. Nein. Er hat sein Haus so
Holy shit, das wird mir stinken, Alter. Er hat sein komplettes Haus weggesprengt. Bro, das Geist ist krank. Jens ist auch alles weg. Alles weg. Alles weg. Macht man nicht. Für 100 Subs. Nee, nee, nee. Ich war nicht. Digga, ich war offline. Hallo. Monte. Bro, ich war auf Toilette. Ich hab die ganze Show verpasst. Was willst du jetzt von mir? Bro, ich war auf Toilette. Bist du doof oder was? Okay, scammt, Digga. Und jetzt hast du auch noch Scheiße. Oh nein, Alter. Du musst verarschen. Jetzt hast du Tschetschen vor deiner Tür morgen. Irgendwann später. Monte klaut deine Sachen. Nein, nein, ey! Monte, was? Ich hab dafür Sub-Bezahlt für diese Sachen. Oder ich f*** diesen Server. Ich f*** diesen Server. Jeder f*** jeden. Was ist das? Was ist das? Jeder f*** jeden. Nicht jeder f*** jeden. Ey, das f*** dich. Jeder f*** jeden. Es ist Sydney. Was? Lass mich in Ruhe, ich hab Diamanten! Lass Sydney in Ruhe! Ja, Eldos, halt, Eldos, mach du lieber mal ein paar Stunden später die Tür auf, du Hosen-Sch***er, du! Was? Nee, Frau, was ist das hier? Chat, was soll ich jetzt machen? Soll ich, wenn ich jetzt ausraste, dann heißt's wieder, ja, der Türk, der rastet aber wieder aus, ist ja wieder üblich. Das will ich auch nicht! Das will ich auch nicht! Das will ich ja nicht. Ich versuche, meine schlechte Vergangenheit hinter mir zu lassen und ich spiele Minecraft, Bruder. Guck mal, Eldos. Ja? Damit kannst du den Energies bauen. Was? Claude. Ich bin sein Daddy. Boah, das war knapp. Aber aktuell habe ich die Nase vorne, Edis. Ich führe. Ja, viel Spaß. Du liegst hinten. Turquoise! Der ist für dich. Ganz kurz auf jemanden, eine Enderperle. Edis! Edis! Oh mein Gott! Edis! Oh mein Edis. Gott! Oh mein Gott, was passiert hier? Nein! Oh. Aber! Was passiert hier? Nein! Oha. Was passiert hier? Aber was passiert hier? Eldos. Abu? Lässt das. Stück oh Gott, diese Ananas. Kisten. Diese Ananas soll in dich reingehen. Nein! Los, Eldos! Nein! Er hat alles Stück Scheiße. Ananas. Edis, das ist nicht korrekt. Ah, das ist nicht korrekt, aber was du gemacht hast, ist korrekt, ne? Du bist unten, du bist im Erdgeschoss. Du kannst deinen Ananas Edis, aufbauen. Meine Ananas ist kaputt, Sandy kann nicht kommen. Abu, ja. Sandy hey, soll dich. Ich hab ihn geholt, hol die. Monte Schuhe aus. Töbe. Aus hier. Ja, okay, Jammer. Aus hier einfach. Okay, was ist jetzt Sache? Was geht ab? Ja, das Problem ist, dass wir hier unter anderem zwischen What? Abu Goku und Eldos und Roat, Hamed und Breitenberg, wir haben hier dicke Probleme, die dafür sorgen, dass die Stadt bald niedergebrannt werden. Und wir müssten heute Khair machen. Ich weiß, es gibt keine Regeln hier auf dem Server, aber ohne Regeln wird diese Stadt niemals aufgebaut oder fortgesetzt. Wir kriegen nichts auf die Reihe. Es kommt nicht, es geht nicht voran. Wir müssen eine Regel heute vereinbaren, dass wir wenigstens die Stadt aufbauen können, weißt du? Ich brauche Vorschläge, wir müssten miteinander, untereinander. Also mein erster Vorschlag wäre Roat vom Dorfverband. Nein, also nicht schon wieder, bitte. Mein Vorschlag, Abo-Verband. Ja, meine auch. So kommen wir nicht voran, Jungs, so kommen wir nicht voran. So kommen wir nicht voran. Abo hat keinen Auftrag. Ich bin Präsidenten. Ja, ich warte, guter Call. Wir brauchen einen Präsidenten, sehr guter Call. Wir brauchen einen Präsidenten. Einer sein, der neutral ist, Jungs. Ich schlage mich vor. Und einer, der nicht auf Krawall aufgeht. Ich. Die ganzen Ausländer erstmal. Keiner von den Ausländern wird hier Präsident. Auf jeden Fall nicht, weil ihr alle so impulsiv seid und ein Ego verf***. Ego habt? Warum? Ich, also, sage, ich würde sagen, ich bin voll chillig, ich mach keinen Stress. Nee, Honig, ja. Du kannst nicht so logisch nicht denken. Persönlich gemeint, du bist nicht immer da. Ein Präsident muss immer ansprechbar sein. Ja. Und ich sage dir, der beste Präsident für diese Stadt ist Fabo. Ich bin für Hamed. Ey, ja. Mein Spitzname ist auch Fabo, Präsident. Was sagst du dazu? Jungs, ich hab ne Idee. 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 Darf ich reden? Ja, also ja. Ich wäre dafür, dass wir vielleicht, weil wir haben eine Sprenglust. Wir sind ehrlich, wir wollen alle bei uns wir wollen alle etwas kaputt, Wir wollen alle etwas kaputt machen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine Moschee. Was haben wir hier? Wo bin ich hier? Hallo! Lass mich kurz ausreden. Was ist das verrückt, Digga? Was ist das für eine Bewegung? Das ist wirklich nicht. Hallo! Ich wollte eigentlich sagen, jeder hat die Lust, etwas kaputt zu machen. Deswegen würde ich sagen, wir machen zwei Teams, sowieso zwei Dörfer. Und deswegen, dann gibt es einen Tag. Warte mal, dann gibt es einen Tag in der Woche oder so, wo wir komplett Krieg geben. Dann gehen wir rein und zerstören alles. Dann will ich doch gar nicht bauen. Ich finde es natürlich gut. Ja, dann halt nicht, Mann. Tut mir leid. Dann. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wer nicht als Präsident gewählt wird. Ich fand die Idee gut.